Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich mit dir über Mythen zum Thema Narzissmus sprechen. Und wir werden hier auch ein paar ganz kontroverse Themen anpacken, die sich immer auch noch sogar in therapeutischen Kreisen hartnäckig halten oder auch in Kreisen von Coaches und auch bei Angehörigen. Und diese Mythen führen dazu, dass du unnötig leiden musst. Mein Name ist Silvia Harke, ich bin Expertin zum Thema Hochsensibilität, Selbstliebe und Narzissmus und ich habe in meinem Selbsthilfeprogramm für Angehörige von Narzissten sehr viel mit dieser Zielgruppe zu tun und ich weiß ganz genau, um was es geht. Und da kommen wir jetzt gleich schon mal zum Mythos Nummer 1. In vielen Fachkreisen werden immer wieder solche Themen diskutiert, wie wir alle haben narzisstische Anteile und deshalb scheuen sich auch so viele Menschen davor, selbst auch Fachpersonen, das Wort Narzissmus überhaupt in den Mund zu nehmen oder Menschen als Narzissten zu beschreiben oder zu labeln, wie man eben auch so heutzutage sagen würde. Und natürlich ist es auch ganz wichtig, dass wir Menschen nicht voreilig in eine Schublade packen, ja, oder Menschen verurteilen. Es geht nicht um Verurteilen, aber es geht um diese Klarheit. Und diese Klarheit wird nach meiner Erfahrung vielen Menschen vorenthalten, weil viele Therapeuten immer das Bedürfnis haben, dieses Thema aufzuweichen und die Dinge nicht beim Namen nennen zu wollen, weil natürlich auch berechtigterweise da eine große Angst besteht, quasi Fehler zu machen. Und mit diesem Satz, wir alle haben narzisstische Anteile, tragen viele Menschen dazu bei, dieses Phänomen des Narzissmus so aufzuweichen, dass wir dann keine Trennlinie mehr ziehen können, dass wir nicht mehr unterscheiden können. Und es führt eben gerade bei hochsensiblen Menschen dazu, dass sie diese sogenannten narzisstischen Anteile in sich selbst suchen und dann damit immer auch den Fehler in der Beziehung bei sich selbst und den vermeintlichen eigenen narzisstischen Anteilen suchen. Ja, also hinter dieser Aussage steckt eben ganz klar einfach auch der Unwille dahinter, Menschen in Gruppen einzuordnen. Ja, das ist genau das Gleiche, wie auch viele sagen, ja auch Hochsensibilität ist ja nur ein Label, das ist ja nur ein Modewort und eigentlich sind wir ja alle so sensibel und damit findet wieder diese Gleichmacherei statt und wieder die Unmöglichkeit, Menschen in ihren Stärken und Schwächen oder in ihren Ausprägungen in ein Persönlichkeitskonstrukt einzuklassifizieren. Und dabei muss man ganz klar sagen, die Psychologie hat eine ganze Menge von Persönlichkeitstests entwickelt und es gehört eigentlich zu einer der Hauptaufgaben in der Psychologie, die Menschen, wenn sie sozusagen an solchen Persönlichkeitstests teilnehmen oder auch sogar in Eignungstests, in Assessment-Centern bei Bewerbungsverfahren, man versucht, die Menschen in ihrem Persönlichkeitsprofil zu erfassen, um sie dann zum Beispiel in einem Unternehmen optimal irgendwo einsetzen zu können. Ja, in der Führungsetage zum Beispiel, ja, oder als Sekretärin. Und im Businessleben und auch im Militär ist das gang und gäbe. Man sucht ganz klar bestimmte Persönlichkeitsprofile für bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten. Sobald wir aber in den Bereich der Therapien gehen oder in den Bereich von Coaching oder allgemeiner Laienpsychologie, möchte ich jetzt mal sagen, ist da diese große Hemmschwelle, ja, dieses, ach, wir wollen niemanden in eine Schublade packen. Und um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, wie können wir jetzt diesen Satz entkräften, jeder hat narzisstische Anteile. Es ist aus meiner Sicht auch, also schon allein aus, also sprachpsychologisch falsch, was eigentlich gemeint ist, dass jeder Mensch in sich Anteile vom verletzten inneren Kind trägt, ja.
Aber das heißt nicht, dass wir alle narzisstische Anteile haben, weil dadurch im zweiten Atemzug den Menschen eben suggeriert wird, dass sie im Grunde genommen alle narzisstische Aspekte haben und der eine halt mehr und der andere weniger. Und das ist dann wirklich die absolute Steilvorlage für die totale Verwirrung und auch echt ein großes Problem, weil all die Angehörigen von Narzissten, die länger in einer narzisstischen Beziehung sind, die erleben sich oft in emotionalen Extremsituationen. Ja, sie erleben sich, dass sie emotional überreagieren, dass sie auf einmal Kritik vielleicht schon viel, viel sensibler aufnehmen, ja, weil Narzissten ihr Umfeld natürlich permanent kritisieren. Und an diesen Verhaltensweisen, wenn man das jetzt ohne den Kontext zu verstehen beobachten und bewerten würde, dann würde man mit Sicherheit auch bei Angehörigen von Narzissten durchaus vermeintlich narzisstische Verhaltensweisen finden, ja. Aber das kann auch sozusagen eine Folge dessen sein, dass diese Menschen zu lange in dieser Beziehung mit dem Narzissten das Spiel mitmachen und dadurch ihre emotionale Balance verlieren, ihr Selbstvertrauen verlieren, ihre Kritikfähigkeit verlieren, weil sie wissen, wenn es zur Kritik kommt, dann kann diese Kritik so heftig sein und sie kann auch wieder zum Beispiel zu Liebesentzug führen, was Fachleute Silent Treatment nennen, also die Bestrafung durch Nichtbeachtung, durch Nichtreden, durch Kontaktabbruch. Und das heißt, die Angehörigen von Narzissten kommen natürlich da regelmäßig in Not. Und wenn sie dann eben solche Sätze lesen, ja, wie jeder hat narzisstische Anteile, dann finden sie oftmals diesen Ausweg aus dem Labyrinth nicht, weil sie permanent den Fehler bei sich suchen und dann dieser irrwitzigen Annahme folgen, dass wenn sie ihr inneres Kind heilen, dass wenn sie ihre Themen klären, dass sich automatisch diese Beziehung zum Guten wenden wird. Und das ist einfach nicht möglich. Narzissten haben bestimmte Einschränkungen in ihrer Sozialkompetenz und da kannst du eben jetzt noch so viel Therapie machen, noch so viel Coaching. Gewisse Dynamiken und Probleme werden immer bleiben. Und deshalb ist dieser Satz eine Irreführung und ich persönlich bin da kein Freund davon, sondern ich würde, wie gesagt, immer eher das so beschreiben, dass ja, jeder Mensch hat in sich verletzte Anteile vom inneren Kind, aber das bedeutet nicht, dass wir alle Narzissten sind oder irgendwelche narzisstischen Anteile haben. Das muss man sehr klar unterscheiden. Dann gibt es auch eine weitere Fehlannahme zum Thema Narzissmus. Das sieht man allein auch schon bei den Bilderagenturen, wenn du eben nach Narzissmus suchst in einem Portfolio von Agenturbildern, dann wirst du immer so Bilder finden, wo Leute so selbstverliebt in den Spiegel schauen und irgendwelche Krönchen aufhaben. Und das ist eben diese Ausprägung des grandiosen Narzissmus. Das sind die Menschen, die sich immer selbst darstellen, diese Profilneurose haben, immer die Besten, die Ersten, die Tollsten, die Schönsten sein wollen. Und darüber vergessen wir eben oft, dass es auch diesen vulnerablen Narzissmus gibt. Andere sprechen auch vom verdeckten Narzissmus. Das sind eben Menschen, die oft eher so unter Unsicherheiten leiden, unter Ängsten, die sich selber auch als Opfer erleben oder auch inszenieren und die im Grunde genommen auf den ersten Blick, wenn du jetzt zum Beispiel eine Party besuchst oder eine Familienfeier, als Narzissten so oft gar nicht zu erkennen sind. Aber sie entwickeln dann im Laufe ihrer Biografie zahlreiche Manipulationsstrategien, um andere Menschen zu einem gewünschten Verhalten zu bringen. Das kann bei narzisstischen Frauen eben auch so ein gewisses Opferschema sein. Und das ist wiederum natürlich auch in der ganzen Aufarbeitung von Narzissmus in Familien wiederum auch sehr beschwerlich. Und da steigen eben die meisten dann auch schon wieder aus, weil sie sich ja, wenn sie wirklich Angehörige von Narzissten sind und selber eben nicht narzisstisch sind, erleben sie sich ja auch als Opfer, ja, von eben zum Beispiel diesen ganzen Silent Treatment, was wir eben schon angesprochen haben, oder von den permanenten Kränkungen, von den Zurückweisungen. Man spricht da auch eben von psychologischer Mikrogewalt, ja, dass durch diese permanenten Sticheleien und Kritisierereien
ja, die Angehörigen mehr oder weniger demotiviert werden und auch in so eine hilflose Opferstarre dann irgendwann verfallen. Und davon sprechen wir aber jetzt hier nicht. Und dieser vulnerable Narzissmus, der ist sehr, sehr stark bei Frauen eben auch ausgeprägt. Und dann ist das tatsächlich so, wenn zum Beispiel solche narzisstischen Frauen eine Situation im Freundeskreis schildern, ja, wo sie jetzt sich verletzt fühlen, und Narzissten sind eben sehr, sehr schnell gekränkt und verletzt, dann können sie diese Geschichte so ausschmücken, dass sie wirklich sich als das schlimmste, also größte Opfer darstellen aller Zeiten, während die anderen natürlich alles die Täter sind und alles ganz furchtbar und alles ganz rücksichtslos. Und da haben wir dann eben das Problem, dass gerade wenn zum Beispiel Männer mit solchen narzisstischen Frauen in Beziehungen kommen, dass bei ihnen dann der Beschützerinstinkt aktiviert wird, dass sie denken, um Gottes Willen, die arme Frau, das war ja, muss ja ganz furchtbar gewesen sein, die Beziehungen, die sie vorher hatte. Und jetzt möchte ich halt als strahlender Ritter jetzt mal auf dem Pferd daherkommen und mal alles richtig machen. Ich möchte diese Frau beschützen, ich möchte sie auf Händen tragen, ich möchte ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen. Oder wenn es jetzt keine romantische Beziehung ist, wenn es im Freundeskreis passiert, dass eben diese weiblichen Narzissten dann in ihrer Opferschiene sich wirklich lauthals beschweren, wie schlimm das alles wieder war, dass oftmals dann so ein polares Bewusstsein entsteht, eben vom vermeintlichen Täter und dem vermeintlichen Opfer. Und das macht es eben für Außenstehende unheimlich schwierig, wirklich hinter die Kulissen zu schauen. Und das erlebe ich eben ganz oft auch zum Beispiel bei den Töchtern narzisstischer Mütter. Diese werden nach außen hin oftmals als die idealen Mütter wahrgenommen. Und wenn dann die Töchter, aber auch durchaus die Söhne dieser narzisstischen Mütter im Freundeskreis oder auch bei den Geschwistern versuchen, sich anzuvertrauen, zu sagen, hey, ich leide wahnsinnig unter dieser Beziehung mit meiner Mutter. Ich habe immer das Gefühl, dass ich nie geliebt worden bin, dass ich immer das Kind zweiter Klasse bin, ja, dass ich bei Familienfeiern Sticheleien ausgesetzt bin, die meine Geschwister gar nicht verstehen. Ja, das sind diese kleinen Kommentare am Rande. Und das ist das, was es für Außenstehende oftmals nicht nachvollziehbar macht, was Angehörige von Narzissten auch an seelischer Gewalt erleben und auch an Traumatisierung erleben. Und was dann auch eben zu Depressionen führen kann oder eben einem ganz niedrigen Selbstwertgefühl. Und da sind eben dann die Symptome tatsächlich oftmals sich überschneidend. Und deshalb brauchen Betroffene unbedingt fachlichen Rat. Und dafür habe ich meinen Online-Kurs für Angehörige von Narzissten entwickelt. Und auch mein kostenloses Webinar, das heißt Narzissten zweifelsfrei erkennen. Und wenn das alles nicht reicht, ist es natürlich immer auch eine gute Möglichkeit, im 1-zu-1-Coaching wirklich die Themen nochmal durchzugehen, sodass du wirklich endlich diese Klarheit bekommst, die du brauchst, dass du diese Angst überwinden kannst, ja, diese Beschämung zu denken, wow, ich könnte ja auch ein Narzisst sein, und deshalb traust du dich vielleicht auch gar nicht, irgendwo in eine Beratungsstelle zu gehen oder eine Psychotherapie zu beantragen oder eine Paarberatung. Und deshalb biete ich einfach wirklich in meinen Beratungen diese unglaubliche Klarheit an. Wenn ich das alles gehört habe, was du mir erzählst und was du beobachtest, kann ich das mit meinem umfangreichen Praxiswissen abgleichen und dir sehr klar sagen, was aus meiner Sicht dort eben das Problem ist. Dann möchte ich auch noch mal auf einen letzten Punkt in diesem Video zu sprechen kommen. Das ist das Thema Narzissten und Liebe. Wir alle haben ja verschiedene Vorstellungen davon, was Liebe ist. Und da gibt es eben zum Beispiel auch so Mythen, die eben sagen, ja, Narzissten lieben ihre Partner, ihre Partnerin oder ihre Kinder, aber sie können es halt nur nicht so richtig zeigen. Oder wenn wir ihnen nur genügend Liebe schenken,
genügend Aufmerksamkeit schenken, wenn wir ihnen wirklich verzeihen, wenn wir ihre schwere Kindheit, ihre schwere Biografie wirklich verstehen, dann würden sie sozusagen aus diesem Dornröschenschlaf erwachen und würden endlich der Mensch werden, der sie eigentlich tief in ihrem Inneren sind. Und sie würden dann wie von Zauberhand von ihren narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen erlöst. Ja, wie als könnte man einen Menschen aus einem Zauberspruch, einem Zauberbann erlösen. Und das sind oftmals eben diese Angehörigen, die besonders sensibel sind, die ein großes Herz haben, eine große Empathie haben. Das sind diejenigen, die oft auch einen ganz tiefen, ehrlich gemeinten spirituellen Weg gehen und die dann glauben, dass sie mit Liebe alles heilen können, dass sie mit Liebe diese Mauern einreißen können, dass sie tatsächlich wirklich so Erlöserfantasien haben und wirklich glauben, wenn sie diesen Menschen nur tief genug lieben, wenn sie ihm oft genug verzeihen, dass dann dieser Bann gebrochen werden könnte und der Narzissmus einfach verschwindet. Und das ist eben aus meiner Erfahrung nicht möglich. Und ich habe selbst auch Klientinnen, die mit ihren narzisstischen Müttern, die schon längst über 80 Jahre alt sind oder im Pflegeheim sind, ja, die immer noch die gleichen Interaktionen durchführen, die immer noch genauso abweisend wie vor 20, 30, 40 Jahren sich verhalten, die sogar ihre schwarzen Schafkinder dann enterben zugunsten der anderen Geschwister und dabei auch überhaupt gar keine Skrupel hegen. Das heißt, manchmal ist es auch wirklich so, dass wir die Abgründe von Narzissten erst dann wirklich einschätzen können, wenn wir in diese Extremsituationen hineingeraten. Ja, zum Beispiel bei einem Familienkonflikt oder wenn ein Familienmitglied stirbt. Wenn du wirklich beobachten kannst, was passiert da jetzt, wenn es ums Erbe geht. Ja, wie kalt sie dann die anderen Geschwister sozusagen aus dem ganzen Erbe rausstreichen, ja, und sie auch überhaupt keinerlei Gewissensbisse dabei empfinden oder ein schlechtes Gewissen empfinden. Und das ist manchmal so bitter, dass gerade die hochsensiblen Menschen oft auch an diese schmerzhafte Mauer aufprallen müssen, wo erst wirklich schlimme Dinge passieren müssen, die ihnen bewusst machen, dass das, was sie von ihren narzisstischen Angehörigen immer gedacht haben oder gehofft haben, nur eine kindliche Hoffnung war, ein naiver Kindertraum, ein Wunschglauben, ein Wunschdenken, dass endlich irgendwann wie im Märchen sich doch bitte alles zum Guten wendet. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch ein Großteil der Filmindustrie, sowohl in Hollywood, aber auch genauso in Deutschland, genau diesen naiven Kinderwunsch nährt, ja, mit diesem Happy End, mit diesem herzergreifenden Szenen, ja, wo zum Beispiel zwischen Vater und Sohn immer diese Eiseskälte herrscht, ja, und am Ende des Filmes liegen sie sich heulend in den Armen und sie haben sich versöhnt und alles ist wieder gut. Das sind diese Bilder, die in uns aktiviert werden. Wir hoffen auf das Happy End. Aber nach meiner persönlichen und auch fachlichen Erfahrung warten die meisten Angehörigen von Narzissten vergeblich auf dieses Happy End. Und da spielt es auch keine Rolle, wie oft sie Vergebungsrituale machen oder wie oft sie wirklich Verständnis zeigen, wie sehr sie zum Beispiel mit gewaltfreier Kommunikation arbeiten. Denn eins haben diese Menschen nicht begriffen, dass Narzissmus nicht einfach nur eine Befindlichkeit ist oder eine leichte Kränkbarkeit, es ist eine Persönlichkeitsstruktur und diese Persönlichkeitsstruktur ist zutiefst unreif. Diese Persönlichkeitsstruktur ist nur polar, ja? Der gute Ehemann, der schlechte Ehemann, das gute Kind, das böse Kind. Ja? In dieser Polarität wirst du in eine von diesen Kategorien fallen und vielleicht auch im Laufe des Lebens auch diese Kategorien wechseln. Und im schlimmsten Fall, ja, wirst du vielleicht vom goldenen Kind zum schwarzen Schaf degradiert in irgendeinem Punkt deiner Entwicklung. Und zwar dann, wenn du dich abnabeln willst, wenn du auf eigene Füße stehen willst, wenn du vielleicht plötzlich eine eigene Meinung entwickelst oder eigene Entscheidungen treffen möchtest. Und dann
wirst du in diesem polaren Bewusstsein auf eine Ecke gestellt und da gibt es keine Zwischentöne. Ja? Narzissten können nicht in diesen Zwischentönen denken oder fühlen. Das ist nur schwarz oder weiß. Das ist ein bisschen vergleichbar auch mit der Borderline-Persönlichkeit, die auch ganz stark dieses Schwarz-Weiß-Denken und dieses Schwarz-Weiß-Fühlen haben. Da gibt es auch keine Zwischentöne. Und deshalb ist Narzissmus nicht einfach nur jemand, der so eingeschnappt hinter seiner Schutzmauer sitzt oder jemand, der einfach nicht anders weiß, mit seinen Gefühlen umzugehen, sondern dahinter verbergen sich ganz klare psychologische, sehr festgefahrene Strukturen. Und das größte Problem, also in meinen Augen, bei Narzissten ist eben auch der Empathiemangel. Und Menschen mit Empathiemangel haben eigentlich in meinen Augen nicht wirklich diese Liebesfähigkeit, was ich jetzt unter Liebe verstehe. Weil Liebe ist ja eigentlich bedingungslos. Und wann immer ihr glaubt, der Narzisst oder die Narzisstin könne ihre Liebe einfach nur nicht so zeigen, seid ihr auch einer Fehlannahme schon wieder aufgesessen. Denn Liebe ist nicht nur das, was wir zeigen, sondern doch das, was wir auch fühlen. Und eine Liebe ohne Empathie, ohne Mitgefühl, ist eigentlich nur eine zur Schau gestellte Liebe. Und das wissen auch viele Angehörige von Narzissten aus sehr schmerzhafter Erfahrung, dass sie nur dann die vermeintliche Liebe ihrer narzisstischen Eltern oder Partner bekommen, wenn sie sich eben erwünscht verhalten. Das liegt eben daran, dass Narzissten einfach kein eigenes stabiles Ich haben, sondern ihr Umfeld im Grunde genommen als eine Erweiterung ihres eigenen Ichs empfinden. Und wenn eben diese anderen sozusagen freilaufenden Teile des eigenen Ichs plötzlich ein Eigenleben führen, eigene Entscheidungen treffen wollen, eigene Meinungen haben, dann empfinden das Narzissten natürlich als äußerst störend und reagieren dann eben mit Liebesentzug oder nennen es wir mal Aufmerksamkeitsentzug oder mit Abweisung, mit Kritik, mit allen möglichen Abwehrstrategien. Aber das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass Narzissten sehr darauf angewiesen, dass ihr Umfeld permanent auf ihre Bedürfnisse eingeht. Und diese Verhaltensstrategie hat damit zu tun, dass Narzissten sehr darauf angewiesen sind in ihrem Wohlbefinden, dass ihr Umfeld auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Andersherum ist es natürlich kaum möglich. Narzissten sind schlecht in der Lage, auf die Bedürfnisse anderer Menschen einzugehen. Aber sie erwarten das sehr, sehr häufig genau eben umgekehrt, dass du auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nimmst. Deshalb, und das ist wahrscheinlich eine der größten Enttäuschungen, dass wir das, was wir für Liebe gehalten haben bei den narzisstischen Eltern oder Partnern oder Ex-Partnerinnen, irgendwann schmerzhaft erkennen müssen, dass das keine echte, keine reine Liebe war, sondern das war einfach ein Kuhhandel, ein Tausch. Ja? Wenn du gefällig warst, dann hast du vielleicht Aufmerksamkeit oder Geld oder Zustimmung erfahren. Und wenn du es eben nicht warst, dann zieht sich der Narzisst zurück oder wird dann auch bestrafend oder sarkastisch oder in irgendeiner Form negativ. Und das sind sehr, sehr harte Erkenntnisse und diese Illusionen, solange wir also noch an diesen Illusionen festhalten, tut das als Angehöriger nicht so weh. Sobald wir aber diese tieferen Erkenntnisse gewonnen haben, kann das nochmal sehr tiefe emotionale Schmerzen auslösen und einen tiefen Loslassprozess. Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm, aber als Lohn all dieser Schattenarbeit, dieses Hinschauens in die Abgründe, gibt es eine wirkliche große Belohnung. Zum einen, du findest deine Freiheit, ja? Du kannst dich aus diesem Konstrukt lösen, du kannst innerlich und äußerlich loslassen und zum anderen findest du erst aus diesem Losgelöstsein diesen Zugang zu deiner eigenen wahren Identität, zu dem, was du eigentlich wirklich bist. Nicht das, was der Narzisst gerne möchte oder die Narzisstin, wie du zu sein hast, sondern du findest diesen Zugang zu deinem authentischen Selbst. Und erst in diesem Stadium kannst du auch dein Leben nach deinen eigenen Wünschen und Vorstellungen gestalten und wirst
erstmals auch stimmige Entscheidungen treffen können, die mit deinen eigenen Bedürfnissen in Einklang sind. Ja, jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt. Man könnte jetzt bestimmt noch 3, 4 andere Beispiele nennen, aber das soll an dieser Stelle jetzt erstmal reichen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Augen öffnen, auch wenn es an den einen oder anderen Stellen vielleicht schmerzhaft war. Wenn du da noch mehr darüber erfahren möchtest, melde dich am besten jetzt gleich zu meinem kostenlosen Webinar zum Thema Narzissmus an. Da kläre ich auch nochmal auf über das Thema Narzissmus, wie du es erkennst, vor allen Dingen, wie du es auch von der Hochsensibilität unterscheiden kannst. Und dann freue ich mich über deine Fragen und Kommentare unter diesem Video. Und dann sehen wir uns bald in einem neuen Video wieder oder auch im Webinar. Ich wünsche dir alles Gute.